Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Seppo Plays Fast and Light. Und wir spielen mit dem Typ B-Schiff des Cruisers, den man freischaltet, wenn man die Mission, also wenn man die Kampagne einmal durchspielt. Ja, ich nenne das Ding mal um, das heißt ja nie SOS, ich nenne das mal nie SOS. Sehr, sehr kreativ mal wieder von mir. Da hab ich ordentlich nachdenken müssen, bis mir das eingefallen ist und ja. Ich starte. Achso, ich muss erstmal Enter drücken und dann starte ich direkt durch. So. Erstmal die Leute verteilen. Du gehst in den Maschinenraum, du bleibst hier, machst einen auf Pilot. Und du gehst in die Waffen. In die Schilde stecken wir mal wieder keinen. Wir haben hier auch dieses Artillery Beam. Der startet allerdings schon mit Level 2, was dafür sorgt, dass es halt schneller feuert, was ziemlich cool ist. Ansonsten haben wir einen Leto-Missile. Das ist relativ. Das ist eine relativ schlechte Waffe. Das Einzige, was die Waffe gut ist, ist, dass sie halt Schilde pierst. Und wir haben Dual Lasers. Feuert zwei Laser ab, die jeweils einen Schaden machen. Ist quasi ein Burst Laser. Wenn mich nicht alles täuscht, mit relativ langer Abfeuerzeit. Ja, Charge Time 10 Sekunden. Ist, glaube ich, etwas länger als der Counterpart eines Burst Lasers. Ansonsten gibt es zu sagen, wir haben. Bereits einen, wie heißen die gleich nochmal, peinlich, einen Soldan natürlich, einen Soldan und einen Slug auf unserem Schiff, das heißt, wir werden unsere Systeme hier wahrscheinlich nicht upgraden müssen, weil der Slug halt für uns gucken kann und der Soldan provided uns mit einer extra Energie, von daher, genug gelabert, los geht's. Und ich hoffe, dass ich mit dem Schiff hier mal ordentlich was reißen kann. You detect a rebel automated ship. Ja. Angreifen. Natürlich angreifen. So, ich feuer die Dual Lasers auf die Waffe und die Leto-Waffe. Die feuer ich einfach mal gar nicht ab und hoffe, dass wir die einfach so schnell genug runterbekommen. Leto kostet uns halt Missiles, die ich ungern verschwenden würde. Dafür haben wir jetzt zwei Schaden genommen, was natürlich auch ungut ist, aber mein Gott. Kann man nicht viel machen. Der Dual Laser scheint schon mal zumindest ganz gut zu treffen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Das ist nicht so, dass ich, also in der letzten Episode, wo ich gespielt habe, war es ja so, dass wir so einen Heavy Laser hatten. Und die Heavy Laser haben einfach überhaupt nichts getroffen. Die hätten nicht mal ein Scheunentor auf 10 Meter getroffen. Naja. Und. Okay, ach so, ich habe mich gerade gewundert, das war der Artillery Beam, der dann noch durch dein Schiff gegangen ist. Ja, die waren eigentlich schon tot. Und wir sehen die komplette Map, was ziemlich cool ist. Das heißt, wir wollen untenrum zum Store. Wir wollen auf jeden Fall dieses Feld hier meiden. Ja, das ist so eigentlich der Plan, den ich habe. Und, also ich werde jetzt hier entspringen zum Distress Call. Zu dem Store werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen, weil dann schon die Rebellen uns Ärger machen. Okay, unser Maschinenraum wurde halb ausgeschaltet. Was ich nicht nett finde von diesen Gegnern hier. So. Die Leto werde ich. Oh, cool. Also, wir sehen ja jetzt hier. Wir haben ja den Slug und wir sehen hier den roten Punkt und den roten Punkt. Das sagt uns quasi, dass in den Räumen sich jeweils ein Männchen befindet. Und ich feuere einfach mal die Leto auf deren Schilde ab. Ja, haben die Schilde und deren Waffen getroffen. Das heißt, die haben jetzt keine schöne Zeit mehr. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang erwähnt habe oder ob ihr es gesehen habt. Ich spiele natürlich wieder auf normal. Wie gesagt, ich habe eigentlich nur auf easy gestellt, um Achievements freizuschalten, beziehungsweise neue Schiffe. Eben um mal ein bisschen mehr. Ja, damit das Spiel halt wieder frischer und neuer ist. Wenn man ewig nur, die gleichen Schiffe hat und so weiter, dann wird es doch etwas langweilig. Und es ist kein Fehler, dass ich die Leto-Waffe nicht abfeuere. Da wir eben, wenn wir lang genug überleben, durch unseren Dual Laser und Artillery Beam genug Schaden machen einfach. Ja, dann hole ich mir natürlich hier den Distress Call. You follow Distress Beacon. You find a small ship. Ja, wir helfen denen natürlich. Haben dafür ein bisschen Schaden genommen, bekommen aber 19 Scrap. Ist mir ganz recht sogar, da wir ja eben hier unten den Store gleich haben. Gleich ist gut, da müssen wir noch zwei Jumps machen. Aber relativ bald.
Relativ bald haben wir dann den Store. Und ein Mantiff-Ship, ja. Feuern wir natürlich auf die Waffen. Und ich feuere das Leto-Ding auch mal auf die Waffen. Und das Coole ist halt, wir haben jetzt hier den Slug-Typen und wir sehen halt, wo die sind. Das ist so genial. Slug-Typen sind völlig underrated. Und das ist, glaube ich, auch das erste Schiff, das ich habe, das standardmäßig mit einem Slug startet. Ja, deren Waffen sind aus, deswegen mache ich mal die Leto wieder aus kurz und lass unseren Piloten das eben hier reparieren. Das Schöne ist, dass man eben auch hören kann, wenn die Gegner einem ein Loch ins Schiff feuern. Ja, die sollten relativ bald tot sein. Spätestens wenn unser Artillery Beam einmal feuert, dann sind die weg. Und das dürfte jetzt sein. Und tschüss, war schön mit euch. Ja. Genau, die Waffen wieder. Wunderbar, habe ich wieder alles vernünftig eingestellt. Ich wusste, ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das auch ein lila Punkt ist. Aber ich wäre sowieso nicht drum rumgekommen, hier so rumzuspringen. Sonst kommen wir überhaupt nicht in den Store. Und da will ich unbedingt hin. Store ist toll. You stumble across a forward scout of the Rebel Fleet. Ja, die wollen abhauen vor uns. Dann mache ich doch. Oh, und die haben sogar einen Crew-Teleporter. Das heißt, sie werden uns auch boarden. Ja, dann mache ich doch mal die Leto auf hier, wo der Captain drin hockt und das andere Ding auf die Waffen. Ja, achso, okay, wenn er da unten kämpfen will, ich weiß gar nicht, wer gewinnt den Kampf Slug gegen Mensch. Es dürfte ziemlich gleich sein. Okay, abhauen können sie jetzt erstmal nicht mehr. Ich werde mal aushelfen, ich werde mal den Soldaten hier reinschicken. Die Waffen sind von denen down und außerdem, wunderbar, okay, ihr könnt wieder auf eure Positionen gehen erstmal. Ich werde mal die Leto da unten rauf feuern, auf dieses Ding da. Wunderbar. Die Leto ist eigentlich schon ziemlich cool, da sie eben alle Schilde pierst. Dann kann ich eigentlich die Leto nochmal da drauf feuern. Wobei, ich brauche keine Leto mehr, weil der Artillery Beam gleich feuert. Ja, der Artillery Beam zerschnetzelt einfach alles, das ist so krass. Wie der Artillery Beam abgeht, das ist nicht mehr normal. Ja, dann würde ich sagen, jumpen wir zum Store. Wir haben sogar sau viel Scrap dabei. Es ist echt erstaunlich, dass wir so viel Scrap bekommen haben. In der kurzen Zeit, sag ich mal. Und Drone Control interessiert mich gerade nicht. Crew Teleporter eigentlich auch nicht. Aber was mich repariert ist. Das ist ein Repair-Arm. Den könnte man natürlich kaufen. Bekommt man aber insgesamt weniger Scrap und lohnt sich eigentlich auch meistens nicht. Insbesondere, desto später man ins Spiel kommt, desto weniger lohnt sich das. Der Drone-Recovery-Arm eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, kaufe ich ein paar Missiles. Ein bisschen Benzin. Drone-Parts habe ich noch keine. Ich habe auch noch keine Drone-Control. Dann reparieren wir uns und heben den Hull-Beam erstmal auf. Ich meine, das Scrap, das wir noch rumtragen mit uns, ist ja nicht verschwendet. Und da die noch relativ weit weg sind und wir einen Slug auf unserem Schiff haben, bin ich auch gewillt, mal da reinzuspringen. Insbesondere, da ich ja gesehen habe, dass hier kein Schiff ist. Heavily Damaged Federation Ship is hiding in Nebula. Ja, folgen wir denen. Und wunderbar. Hier haben wir was zu kämpfen. Und die Leto geht auf... die Leto geht nirgendwo hin, sag ich mal. Feuer einfach nur mit den Dual Lasers, denke ich. Das sollte doch ausreichen, hoffentlich. Naja, schauen wir mal. Oh cool, da haben wir einen Treffer gehabt und die Waffen sind sofort rot geworden von denen. Dann, ja, da müssen wir eigentlich nur noch lang genug überleben, bis unser Artillery Beam einmal feuert und dann haben wir das geschafft. Schöne Sache auf jeden Fall. Und wir sollten, ich habe auch sogar noch vergessen, unseren Slug zu reparieren. Was heißt reparieren? Zu heilen natürlich. Das wäre natürlich böse gewesen, wenn der irgendwie dann jetzt einen ordentlichen Schuss oder sowas abbekommen hat. Ja, das feuert unser Artillery Beam und Augment, Shield Charge Booster, Fuel 6, Missiles 4, Scrap 21 und ein Augment. Ja, nehmen wir natürlich an. Das ist einfach zu viel, was sie uns da gerade geboten haben. Um die zu töten. Es könnte sein, dass sie trotzdem noch töten, jetzt durchs Feuer oder sowas.
passiert manchmal noch, dass sie das nicht mehr gebacken bekommen und dann trotzdem noch sterben. Diesmal aber wohl nicht. Und ich muss erstmal nachgucken. Der Shield, 15% schnellere Shield-Recharge-Rate. Ist ganz nett. Würde ich jetzt auch nicht verkaufen, wenn ich könnte. Ja. So viel dazu. Schilde kosten 50 plus 45, glaube ich. Also 90, 95 besser gesagt. Haben wir gerade nicht genug für ein Schild-Upgrade. Ja. Wir könnten auch noch hier hin jumpen, hier hin und dann ins Exit oder so. Also wir sehen ja hier, dass ich jump jetzt hier im Nebula rum, weil wir hier eben kein Ausrufezeichen sehen. Und das bedeutet immer, dass wir uns zumindest entscheiden können, was wir machen wollen. Fuel 2 für 5 Missiles. Ja, machen wir. Vor allem, da wir halt die Leto haben und die relativ schnell feuert. Deswegen brauchen wir relativ Missiles. Ja, das ist so mein Gedankengang. So, was haben wir hier? Nearby Space Station hails you. Greetings, your rival is most fortuitous. We can make this hit, da, da. We have some fuel, we can make a deal. Fuel 2, Drone Parts 1. Ne, interessiert mich nicht die Bohne. Dann würde ich sagen, können wir von da auch, ja, wir können auch von da ins Exit jumpen. Dann kann ich hier noch 2 Jumps machen, denke ich. Ja, ich werde hier noch 2 extra Jumps machen, so ein bisschen was raus-squeezen. Die letzten paar Sekunden raus, die letzten paar, ja, das letzte bisschen rausholen aus dem Spiel, so. Das ist so mein Ansatz gerade. Ja, hier ist so ein Computer-Dingens, aber das sollte eigentlich absolut kein Problem sein. Aber wir haben keine Schilde, weil die unsere Schilde ausgeschaltet haben. Wegen ihrer Ionenwaffe oder sowas. Ist natürlich extremst hässlich. Ja, das bekommen wir halt mitten eins ins Gesicht leider. Oh cool, aber wir haben die getroffen. Geh mal helfen, Schneckenmann. Schneckenmann, schnell! Ja. Oh, die feuern nochmal. Das ist natürlich nicht nett von denen. Du gehst dich mal heilen. Der Schneckenmann macht das mal fertig. Ja, jetzt feuert gleich auch unser Artillery Beam und dann ist sowieso gegessen. Was heißt gleich? Also gleich im Sinne von dauert noch ein bisschen, aber doch relativ. Okay, er wird gar nicht mehr zum Feuern kommen. Ah, er hat doch noch gefeuert, aber die Gegner waren schon tot. Naja. Also, dann gehst du dich nochmal ganz kurz aufheilen, dass wir mit einer vollen Crew weiter jumpen können. Halt, mit einer vollen Crew, jetzt. Und wir sind noch nicht im Danger-Gebiet, sondern wir können noch jumpen, bevor wir da rein in die Scheiße reinspringen, sag ich mal. Sieht zumindest aus, dass das noch passt. Okay, wir können einfach so in den nächsten Sektor springen. Ja, der erste Sektor war schon mal ziemlich gut. Wir haben sehr viel Scrap bekommen, eine extra Waffe, ein Augment, welches jetzt nicht mein Lieblingsaugment ist, aber meine Güte. Und ich werde in den Engie Control Sektor springen und ich sehe zwar, dass ich dann durch einen Nebula auch durch muss, aber was nehme ich in Kauf? Wobei, ach so, ist nur Engie Control Sektor, ist gar nicht Engie Homeworlds, von daher ist mir egal. Ich habe mich nämlich zwischendurch mal schlau gemacht, was man denn so machen muss, um die anderen Schiffe freizuschalten und deswegen weiß ich das jetzt schon. Und dafür muss man in die Engie Homeworlds eben für den Engie, das gibt noch ein anderes Engie-Ship, wenn mich nicht alles täuscht. Engie Cruiser heißt es. Wir haben ja schon ein Engie-Ship, aber es gibt halt noch ein anderes. Aber wir haben auch nicht mal ein Engie auf dem Schiff, das heißt, könnten wir nicht mal machen. Ja, ich werde jetzt hier unten rumjumpen, versuchen so viele von diesen lila Dingern zu umschiffen, wie es geht. Und ja. Mal gucken. Oh, cool. You arrived this to speaken. Yada, 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 ja. Okay, wir können jetzt natürlich einfach unsere Beam-Waffe benutzen. Dann bekommen wir immer das Bestmögliche hier. Was ziemlich cool ist. Ja, jumpen wir einfach mal weiter. Und schauen, was so passiert. You attacked the ship. Ja, natürlich. Wir greifen das Schiff an. Diesmal hat es auch schon diesmal hat es aber schon Schilde, 2 sogar. Deswegen kommt uns die Leto sehr gelegen, da die Leto eben Schilde ignoriert. Was eine ziemlich coole Sache ist, wenn es auf unserer Seite ist. Und ich glaube, ich werde die Leto eigentlich auch aufheben, sofern ich die nicht weggeben muss. Ja, die super schnell feuert und super, die ist halt super, um irgendwelche Systeme rauszunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich die Schilde killen will, dann feuere ich einfach auf die Schilde und ja, und kann damit die Schilde gezielt rausnehmen.
kann damit gezielt auf irgendwelche Räume schießen, auf die ich sonst vielleicht nicht treffen würde und sowas. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, jetzt machen wir die Leto aber aus, da jetzt der Artillery Beam kommt und danach eh nichts mehr stehen sollte. Oh, die haben es sogar überlebt. Und da sind sie auch schon weg, ja. Bekommen wir jetzt einen Scan von der kompletten Map. Schöne Sache, das ist natürlich sehr nice. Jetzt wissen wir, wo was ist. Da unten haben wir ein Store. Da hätten wir wahrscheinlich auch ohne das gewusst. Da oben ist noch ein Distress Call. Ja, ich werde erstmal zum Store gehen und mal gucken, was da so gibt. Gucken wir mal. Ja. Heal Beam habe ich noch nie benutzt. Iron Blast will ich eigentlich auch nicht. Reparieren wir uns erstmal. Ein weiteres Crewmitglied wäre natürlich ganz cool. Aber weiß ich nicht. Ich kaufe lieber ein bisschen Benzin, ein bisschen anderes Zeug. Und wir haben ja bisher auch noch nicht so, also ich brauche ja bisher noch nicht unbedingt ein weiteres Schild, deswegen habe ich jetzt ordentlich ausgegeben. Aber ich werde schon noch mal gucken, dass wir da noch ein weiteres Schild dran karren können. Ja, soll ich erstmal wieder ein bisschen rumspringen. Ja, wir können Damage reparieren, aber wir haben halt keinen Schaden. Ja, ich muss meine Route jetzt gut planen. Also ich werde hier hinspringen und dann wahrscheinlich nochmal durch den Nebel durch. Once you arrive, this ship hails you. Thanks for responding to our beacon. Ja. Cool. Continue. Jump. Der Quest ist da unten. Das ist natürlich ekelhaft. Da müssen wir den Distress Caller liegen lassen. Aber wir machen natürlich den Quest. Da man da halt häufig was Gutes bekommen kann. Ja toll, das ist nur ein Shop oder was. Wollen wir uns eigentlich verarschen? Drone Control brauche ich noch nicht. True Teleporter. Wobei, Drone Control will ich eigentlich noch gar nicht. Dann lasse ich es mal links liegen. Missiles lasse ich auch mal links liegen. Ja, haben wir hier einen Jump quasi verschwendet. Und jetzt können wir auch nicht mehr da außen rum. Weil es einfach zeitlich nicht mehr reicht. Was natürlich etwas ärgerlich ist. Aber da kann man halt nicht viel machen. Da kann man echt nicht viel machen. Ja, dann werde ich hier hin jumpen. Und dann wahrscheinlich einfach ins Exit. Oder ich könnte ins Exit, Distress Exit. Ne, ich werde hier hinjumpen und dann einfach ins Exit. Ist, denke ich, ganz okay. Scans reveal a large astrophe, the short range scanner. Ja, wir schauen uns das Asteroidenfeld an. Dann kriegen wir ordentlich Schaden und sonst nichts. Wunderbar. Hat sich voll gelohnt. Ja, dann jumpen wir ins Exit und in den nächsten Sektor. Aber erstmal schauen, was hier noch passiert. Oh, cool. Wir bekommen eine Boarding Drone. Das ist natürlich ziemlich cool. Die ist, glaube ich, auch 60 Scrap oder sowas wert. Damit suche ich mir noch einen Sektor aus und sage schon mal, also ich werde die Sultan Homeworlds auswählen. Aber die gibt es dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich dann tschüss und bis zum nächsten Mal.